willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder für euch unterwegs, um euch ein Update vom Baufortschritt der E138 EP3 im Windpark Hohenlohe zu geben. Ich war vor 2 Monaten das letzte Mal hier. Videos dazu gibt es auf meinem Kanal. Gerne auch abonnieren. Damals befand sich Anlage 2 gerade im Aufbau. Anlage 1 war bereits fertig errichtet. Ja, und jetzt, knapp 2 Monate später, befindet sich Anlage 2 immer noch im Aufbau. Mittlerweile ist der Turm errichtet. Gondel, Generator und Narbe sind montiert, allerdings fehlen die Flügel noch. Der Kran ist runtergeklappt, wie man sieht. Ja, wie man sieht, hat auch hier der Winter Einzug erhalten. Und ich schätze, dass die widrigen Wetterbedingungen dem Bau der Anlagen auf jeden Fall einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht haben. Deshalb ging es hier wahrscheinlich nicht weiter. Flügeltransport konnte wahrscheinlich auch nicht weitergehen, deshalb. Hier drüben ist Anlage 1, die war ja beim letzten Mal auch schon fertig. Leider noch nicht in Betrieb. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die schon in Betrieb ist, weil der ursprüngliche Plan ja eigentlich war, alle 4 Anlagen bis Ende 2020 fertig zu haben und auch ans Netz zu bringen. Naja. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal hoch zur Baustelle laufen und gucken, ob schon Rotorblätter angekommen sind und werde von da nochmal berichten. So, ich bin jetzt hier auf dem Hohenlohen angekommen, stehe jetzt hier in der Nähe von der Baustelle von Anlage 2. Ja, und hier oben ist es super winterlich. Hier hat es richtig doll geschneit, nochmal eine ganze Menge mehr Schnee als unten. Und hier hat man einen guten Blick auf die Baustelle. Hier vorne liegt der Raupenkran zusammengeklappt. Sieht aus wie so eine riesige Raupe, daher wahrscheinlich auch der Name. Das ist aber echt ein richtig cooles Bild. Die Anlage ohne Flüge, nur mit Gondel. Ja, hier sieht man nochmal schön das Design. Ja, das Design ist ja echt jetzt noch nicht alt. Es ist jetzt maximal 3 Jahre alt. Und vielleicht haben es einige von euch schon gehört. Es gibt schon wieder eine Designreform von Enercon. Die E-Nacelle, also E-Maschinenhaus. Momentan sind ja alle elektrischen Komponenten unten im Turmfuß als E-Modul drin. Und ja, jetzt gibt es nochmal eine Designreform, dass die komplette Elektronik oben ins Maschinenhaus reinkommt. Was bedeutet, dass das Maschinenhaus von den kompakten 7 Metern auf 14 Meter anwächst. Das wird also ein richtig riesiger Kasten. Aber dadurch spart man anscheinend auch wieder Kosten und ja, kann die ganze Elektronik vorher schon mal vorbereiten und dann an einem Stück zur Baustelle transportieren. Finde ich schade, weil man sich gerade jetzt an das Design gewöhnt hat. Aber ja, der Kostendruck ist natürlich enorm. Sieht man ja auch bei anderen Herstellern. Ja, die Maschinenhäuser sehen eigentlich nur noch aus wie so ein riesiger Container. Vestas, G, Siemens, Gamesa. Naja. Aber ich hoffe, dass von dieser Bauart noch einige Anlagen gebaut werden, bis dann diese neue E-Nacelle verbaut wird. Ja, hinten sieht so aus, da liegt wohl ein Rotorblatt. Ich werde gleich mal noch ein bisschen näher an die Baustelle rangehen, von hinten. Auf dem Weg hierher war es nämlich auch super glatt und vereist. Ich weiß nicht, ob der Selbstfahrer bei solchen Wetterbedingungen überhaupt hier hoch kann. Also, weiß nicht, ob man da Schneeketten anlegen kann. Aber das erklärt wahrscheinlich auch, warum es hier noch nicht weitergegangen ist mit dem Bau. Ja, jetzt hier hinter mir sieht man dann auch den Turm für die
dritte Anlage. Ist auch ein cooles Bild. Der größte Baum im Wald. Da werde ich gleich nochmal hinlaufen, da hat man auch nochmal einen schönen Überblick. Aber als nächstes laufe ich jetzt erstmal zu der Baustelle hier von hinten und guck mal, ob da schon Rotorblätter liegen. So, ich bin jetzt hier bei der Baustelle 2. Hier hat man nochmal einen tollen Blick. Hier vor mir der riesige Kran, zusammengeklappt. Das ist quasi das Hinterteil mit den Gewichten dran. Und der Ausleger liegt dann hier vorne. Der wird auch so ein bisschen von einem kleineren Kran gestützt. Ja, hier im Vordergrund dann auch eins der drei Rotorblätter. Komplett zugeschneit, erkennt man kaum. Nebendran das Gestell für ein weiteres Rotorblatt. Ja, ich nehme an, die Witterung hat dem Aufbau und auch dem Rotorblatttransport echt einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Vor Weihnachten war es zu stürmisch und jetzt ist es zu verschneit. Als ich gerade hier hochgelaufen bin, war es ultra glatt. Ich denke, das wäre viel zu gefährlich, den Selbstfahrer jetzt da hochzuschicken und einen Rotorblattschaden zu riskieren. Ja, hier liegt der Ballastarm zur Rotorblattmontage. Das ist auch echt ein richtig riesiges Teil. Und hier nochmal die Anlage 2 in voller Größe. Die schöne EP3. Ich hoffe, dass von diesem Design hier noch einige gebaut werden, bevor dann diese Inacell kommt. Und ja, hier im Hintergrund sieht man auch dann den Turm für die Anlage 3. Da werde ich gleich auch noch hinlaufen. Ja, ich bin echt mal gespannt, wann es hier weitergeht. Beim Wetter ist leider keine Besserung in Sicht. Es soll kalt bleiben, frostig, sehr verschneit. Ja, die nächsten 2 Tage sind ein bisschen Besserung in Sicht, aber das lohnt sich einfach nicht, für ein Rotorblatt jetzt den kompletten Kran hochzufahren. Ich glaube, die warten, bis alle Rotorblätter hier sind. Naja, ich werde dann mal weiterziehen. So, von hier aus hat man jetzt nochmal einen super Blick auf Anlage 1 bis 3. Das ist auch echt ein super schönes Bild mit der verschneiten Landschaft. Der dunkle Himmel hinten dran und jetzt kam gerade sogar ein bisschen die Sonne raus. Aber es sieht schon wieder verdammt nach Schnee aus. Ja, hier in der Mitte Anlage 2, bei der ich gerade eben war. Hier weiter rechts Anlage 1. Ja, hier weiter hinten sieht man sogar den Windpark Brechtaler Schanze mit den E101 und den E115. Video gibt es auch auf meinem Kanal dazu. Und ja, hier links ist dann der Turm für Anlage 3. Ja, ich freue mich echt schon, wenn es wieder ein bisschen milder ist, ich mit dem Mountainbike unterwegs sein kann und die Anlagen hier endlich alle fertig sind und am Netz. Das wird ein richtig geiles Bild von hier. Obwohl ich sagen muss, dass mir die winterliche Landschaft echt gut gefällt. Es gab schon lange nicht mehr so einen schönen Winter. Naja, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Kann gut sein, dass die Baustelle jetzt erstmal eine kleine Winterpause macht. Zumindest bis es nicht mehr so verschneit und frostig ist. Und der Wind ein bisschen nachlässt. Dann geht es mit dem Rotorblatttransport weiter. Die anderen Komponenten sind eigentlich alle da. Und dann geht es wahrscheinlich mit dem Aufbau der zweiten Anlage weiter. Ja, ich werde jetzt mal noch zur Anlage 1 laufen und werde mich dann auch auf den Rückweg machen, bevor ich noch in einen Schneesturm komme. So, ich stehe jetzt hier nochmal kurz an der Baustelle von Anlage 3. Hier sieht man nämlich nochmal schön die ganzen Komponenten im Überblick.
Ganz hinten haben wir die Stahlturmsegmente, die jetzt noch auf den Betonturm draufkommen. Im Anschluss dann das Maschinenhaus. Hier ist die Kugelnarbe. Weiter links liegt der Stator und dann hier ganz links der Generator, das schwerste Teil. Auch alles schön eingepackt, wetterfest. Ja, wie gesagt, bis auf die Rotorblätter sind alle Komponenten schon an den Baustellen angekommen. Die Rotorblätter sind halt einfach das windanfälligste und auch am schwierigsten hier hoch zu transportieren mit dem Selbstfahrer. Ist der Turm von Anlage 3. Sieht eigentlich fast genauso aus wie die Türme von den G-Anlagen, die ich im Windpark Einölln in meinem letzten Video gefilmt habe, nur dass die jetzt unten grün sind. Was auch cool ist, wenn die Anlagen dann mal fertig sind, dass man mal sieht, wo sie in Relation zueinander stehen. Hier hinten guckt jetzt nämlich Anlage 2 raus. Das konnte man vorher nicht so genau wissen, wo es jetzt welche Anlage in Relation zu der anderen. Und jetzt sieht man das ganz gut. Das ist auch echt ein cooles Bild, wie sie da so rausguckt. Genau, dann ziehe ich mal weiter. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von Anlage 1. Das ist auch echt ein wunderschönes Bild. Die Anlage hier in dem verschneiten Wald. Ein echter Traum. Ja, ich bin echt gespannt, wann hier die ersten Anlagen ans Netz gehen. Eigentlich hieß es ja, dass zumindest diese Anlage Ende des Jahres ans Netz gehen soll. Aber ich weiß nicht, was da los ist. Die E138 in Biederbach ist auch immer noch nicht am Netz. Ja, jetzt aus meiner Erfahrung, weiß nicht, dauert es irgendwie immer sehr, sehr lange, bis die EP3 ans Netz gehen. Weiß ich auch nicht warum. Ich kann ja mal bei Badenova anrufen, mal fragen, woran es liegt. Die haben sogar eine Telefonnummer für interessierte Bürger. Kann ich ja einfach mal nachfragen, woran es liegt. Da oben auf dem Generator steht auch nochmal Badenova drauf. Naja. Ja, weitere Videos zum Aufbau des Windparks Hohenloren gibt es auf meinem Kanal. Ich würde mich über ein Abonnement freuen und einen Daumen nach oben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich muss mich jetzt langsam wieder auf den Rückweg machen, sonst wird es dunkel. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Macht's gut und bis bald.